Ja, hallo liebe Leute. Wie ihr seht, habe ich mal wieder etwas ja, zum Neuanfang. Haha, mache ich in letzter Zeit wohl ziemlich oft. Und zwar werde ich mein angefangenes Let's Play von XCOM nicht mehr weiterführen, sondern neu beginnen aus zwei einfachen Gründen. Erstens habe ich mir das Add-on gekauft, wie ihr gerade schon seht, Enemy Within. Und außerdem habe ich ja mal ein bisschen Meinung von Leuten mir eingeholt, die auf jeden Fall ehrlich zu mir sein sollten, was das angeht. Und die meinen wohl, ich würde viel zu sehr abgehen, zu sehr ragen und zu laut sein. Ja, das halt alles übertreiben. Und deswegen gibt es jetzt ja einen Neuanfang, bei dem ich mir sehr viel Mühe geben werde, nicht mehr zu ragen, weil ich auch in den letzten Wochen gemerkt habe, dass generell beim Spielen, glaube ich, dieses sich sehr aufregen mir nur ein schlechtes Gefühl gibt und mein Spiel in keinster Weise irgendwie positiv beeinflusst. Deswegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen neuen Anfang. Außerdem werde ich diesmal auf Classic spielen, was ein bisschen schwieriger ist. Das weiß ich nicht, was bedeutet. Ich habe mal so ein, zwei Stunden reingespielt. Schon mal, um mal zu sehen, wie die Erweiterung ist. Iron Man wird beibehalten. Und das wird noch eingestellt. Das ist jetzt mit der Erweiterung neu reingekommen. Das bedeutet, die nette Frau Dr. Wahlen sagt nicht mehr so viel, wenn ich irgendwas mache, was sie nicht so mag. So, New Economy werde ich auf jeden Fall benutzen, Not Created Equal, Hidden Potential. Also das heißt, jetzt ist das Geld bei jedem Neuanfang, also die Einkommen, die mir die einzelnen Länder geben, sind anders aufgeteilt. Die neuen Rekruten haben zufällige Stats und sie entwickeln sich zufällig. So, das reicht mir als Zufall und dann würde ich sagen, Start Game. Ja, ich möchte kein Tutorial, Dankeschön. Ja, die haben alles ein bisschen mehr orange gemacht und es gibt neue Logos. Aber jetzt halt immer die Klappe. Those who play with the devil's toys will be brought by the grease to wield his sword. In light of the recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative, to oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. Ja, good luck, Commander. Einer der epischsten Intros, die ich so kenne. Gerade so mit dem Anfang. Also ich werde auf jeden Fall nur in Amerika oder Europa anfangen. Weiß nicht, Asien. Die Boni sind. Die Officer Training School gibt es gar nicht mehr so richtig, habe ich gesehen. Ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die erst auftaucht, wenn du das erste freigeschaltet hast. Weiß nicht, Autopsien sind sofort fertig.
Es spart einem ein bisschen Forschungszeit, aber im Endeffekt. Im Endeffekt. Also Befragungen, also und Autopsien sind immer sofort fertig. Das kostet halt wirklich direkt weniger. Laboratories and Workshops cost 50% less to build and maintain. Tja. Oder Aircraft so hat weniger Kosten. Kann ich den Aircraft-Preis nicht runterschrauben, indem ich Workshops baue? Ich glaube, wenn ich mehr Workshops habe, kostet mich ganze Quatsch weniger. Irgendwie sowas war das doch. Ich fange mal in Europa an. Europa for the win. The next deployment site is in the UK. We've picked up. Strike one, this is central. You are free to engage all hostile contacts in the AO. Don't take any chances. Ich habe natürlich direkt erstmal in der alte Karte. Da ist das neue Element, das sogenannte Meld. Da muss ich in bestimmten Runden hin, um es für mich zu benutzen, sonst wird es zerstört. Problem ist, solange ich das Meld nicht so direkt entdeckt habe, also keinen direkten Blick drauf habe, weiß ich nicht, wie lange es noch hält. Aber es tickt auf jeden Fall von Anfang an beide Meld-Vorkommen. Das untere meistens etwas länger als das erste. Problem ist allerdings. Ich habe eigentlich jede Menge neue Karten, aber ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade eine alte Karte kriege. So. Und die. Meine Frau Ursula Schulz, das ist doch nicht mal der Deutsche. Also irgendwie. Maria, Lisbeth, Ursula, Alessandra. Das ist erstmal schon mal ein komplettes Frauensquad. Erstes Squad, alles Frauen. So, dann geht es mal da. Das ist so, 5 Runden brauche ich noch. Ich weiß nicht, was ihr gerade so macht. Classic hat mir auch aufgefallen, ich sollte möglichst oft die Volldeckung benutzen. Sonst ist es echt nicht so schön. Oh, schon den Gegner gesehen. Und ich muss irgendwie eigentlich versuchen, eine Möglichkeit zu flankieren. Leute, die muss jetzt mal dahin. Weil wenn sie nicht dahin geht, dann kann ich wirklich. Oh, das sind die nächsten. Oh. Das geht ja schon mal direkt gut los. Entweder flankieren oder ich muss sie kommen lassen, dass sie mit mir reinlaufen. Und daher muss ich mich noch leicht Richtung Meld bewegen, wenn ich es haben will. Hilfe, würde ich jetzt gerade reingehen. Zwei getrennte. Wurde gerade einer verstärkt, der einen anderen verstärkt hat? Oder ist das einfach nur. Nee, es ist Zufall, dass es gerade so komisch durchgeht. Ja, auf jeden Fall gerade nochmal Granaten benutzen müssen in die Richtung. Gerade wenn der auf Overwatch geht. Zwei Leute auf Overwatch, sehr gut. Wie kann ich mir jetzt die Granaten werfen? Ah, ich bin nicht bis dahin, wo ich hin will eigentlich. 30% ist noch schlechter. Also erstmal so machen müssen. Dass sie immer ein bisschen was sich einfangen. Oh, ich bin getötet, ich bin irre. Oh, die zielt aber gut, wenn die 50% hat.
Das sieht hier richtig nice. Fragen, mit dem müssen wir eigentlich weiter vorangehen. Komm, 50% können wir nicht mehr so gehen lassen. Sehr gut. Stehen. So, meine Güte, oh, Quatsch. Ne, einer steht noch da oben, hat er gerade verstärkt noch. Da. Steht da noch eins und da noch eins, glaube ich. Oh, schade. Ja, wenn ich ein Medikit dabei hätte. Was geht denn bei dir? Also Panik verstehe ich ja noch, aber das ist dann... Zum Glück ist nicht schlecht im Treffen. Au. Nächste Paniker. Zwei Leute im Panikmodus. Schon. Das wird eine sehr schwierige Operation. Ich sollte das Melt hier links liegen lassen und froh sein, wenn ich hier halbwegs durchkomme. Ich meine, das Quad ist eh nicht so wichtig, weil ich immer die gleichen Regeln habe wie vorher. Ich werde dann meinen Squad aus meinen neu benannten sozusagen nehmen. Und da ist es, muss ich so gesagt, ich bin ja nur Leute, die noch keine Klasse haben. Hochdashen, sonst kann ich nächste Runde nicht nehmen. Oh fuck, der ist auf Overwatch. Shit. Au. Ich wundere, es ist ihm. Nein. Ich muss relativ viel mit Granaten arbeiten, wenn viele auf dem Haufen sind. Geht nicht anders. Geht einfach nicht anders. Der steht da hinten gut geschützt, ey. Na, die ist wieder. Ich hab halt sowas nicht dabei. Nur abwarten. Overwatch. Ja, da war meine Soldatin Schulz getötet. Schade. Ich war eigentlich ganz gut getroffen. Shit. Ich muss ja nie weit ich laufen muss, damit ich sie sehe. Jetzt hat er wieder volles Leben. Das ist ja toll. Das ist andere Maps, ist mir schon klar. Aber das ist gerade nicht Priorität. Das muss ich nehmen. Sehr gut. Auch tot. Wahrscheinlich schießen. Ja, hatte keine andere Wahl. What? Achso, weil einer gestorben ist von mir. Ah.
Deswegen. Ich will jetzt mal hier hingehen, damit ich schon flankieren kann. 90%, mach bitte weg. Oh nein, nur 2 Damage auf. Damit habe ich noch die dritte verloren. Shit. Boah, was ein Wunder. Was ein Wunder. Damit habe ich das andere Melty verloren. So, du gehst darüber. 90%, komm. Meine Sechser Critical. Oh, waren wirklich alle auf dem Haufen. Ah, schade, 2 Leute verloren. Erste Folge, 2 Leute verloren. Geht scharf. Oh, da habe ich sogar Flight of the Valkyries bekommen. Sehr gut, die Achievements haben. Ein nur Frauenteam. Ja. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold. Providing tactical support for our field operations, and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. Dankeschön. Only there was something we could have done. Some aspect of our research that we perhaps overlooked. Tja, 2 Leute tot, wie gesagt, eine Deutsche direkt mal gefallen. Ich würde sagen, das war die erste Folge. Danke fürs Zuschauen und bis bald.